Hallo und herzlich willkommen zur Playoffs-Team-Vorstellung. Ich bin Syntix, die Stimme deines Vertrauens, und ich zeige euch heute das Team von Eternal Synergy. Schauen wir uns einmal das aktive Roster des Teams an. Das wären Adonzio, Ice-T, JP, Pharaos und Speedy. Jetzt, wo wir die Spieler kennen, können wir uns die Top 4 Maps einmal anschauen. Auf Inferno holen sie mit 63% Winrate die meisten Runden. Overpass hingegen gehen sie ordentlich krachen. Ancient und Nuke laufen solide, aber nicht bahnbrechend. Hier noch ein paar Infos zur Orga. Eternal Synergy gibt es seit 2020, sie sind in den Bereichen CSGO, Rainbow Six Siege und Rocket League aktiv. In der letzten Season haben sie wegen der Rundendifferenz die Playoffs knapp nicht erreicht. Mal schauen, ob sie sich diese Season beweisen können. So Freunde, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Jetzt kennt ihr Eternal Synergy ein bisschen besser. Die benutzten Statistiken sind von 1hp.de. Danke an Demolition League, dass ich Teil des Ganzen sein darf, und danke an Zakarium, GetPilot24, Gamers Unite und GoBig, die das Ganze mit unterstützen und möglich machen. Ebenso danke an die Teilnehmer und danke an dich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Syntix.